und er dagegen kann natürlich hochzufrieden sein. Der Saisonstart war holprig, war nicht zufriedenstellend. Leistungen waren meistens okay, die Ergebnisse nichts. Und er wird uns durchs Spiel führen, der heutige Schiedsrichter Jakob Semmler, 31 Jahre alt, aus Graz. Pfeift sein 9. Zweitligaspiel. Und jetzt geht's los, die Gäste aus Linz in Weiß, von links nach rechts. Es gab schon einige Tore nach Eckbällen. Das könnte auch eine richtig gute Chance werden, die erste in diesem Spiel. 3 Minuten vorbei. Abschluss dann allerdings keiner, der Christoph Haas im Tor wirklich fordern kann. Matthias Seidel. Was? Ja, der war schön weitergeleitet. Majulu auf Seidel. Seidel, erste Riesenchance in diesem Spiel. Fast aus dem Nichts. 13. Minute. Und fast das nächste, das 12. Saisontor für Matthias Seidel. Hier noch einmal Strauß auf Verdacht, weil er weiß, da steht Majulu, der verlängert auf Seidel. Der vorbei an Schöller, aber nicht vorbei. Wieder die Linzer, wieder über Fally Majulu. Abschluss ist gut, Abschluss ist richtig gut. 0:1, 14. Minute. Fally Majulu. Und diesmal hat er ja keine Chance und sie haben schon wieder, wie in den letzten Wochen auch, Grund zum Feiern. Hier noch einmal die Entstehung, die Vorlage kommt, Überraschung von Matthias Seidel. Und Roman, dieser Abschluss ist richtig stark. Ja, der Abschluss ist stark, das Zuspiel ist stark, der Laufweg ist stark. Das Abwehrverhalten dann trotzdem, wenn man mit Fünferkette spielt, mit drei zentralen Verteidigern, dann sollte es eigentlich schwierig sein für den Gegner so. Damit ist genau das passiert, was die Admira natürlich verhindern wollte. Gegen diese Angriffsmaschinerie von Blau-Weiß Linz hier früh in Rückstand zu geraten. Freistoß, Rasner. Freistoß ist gut und führt zur ersten Möglichkeit. Für die Südstädter Nikolas Keckeisen. Der Kopf. 21-jährige Deutsche, der heute in die Startelf gerückt ist für Patrick Puchegger. Der zuletzt. Und dann setzen sie sich da auch mit etwas Glück durch. Der Abschluss ist gut. Nächste Möglichkeit für Matthias Seidel. Hier hat er ein bisschen Glück. Briedl gemeinsam im Zusammenspiel. Schuss dann aufs lange Eck angetragen. Aber ganz einfaches Muster. Die Admira hat Schwierigkeiten. Briedl, wieder Brandner. Auch er heute zurück nach längerer Verletzungspause. Wieder Briedl. Herrlich abgelegt. Super gemacht. 2-0, 52. Minute. Und dieses Tor sagt alles über die aktuelle Form der Oberösterreicher. Großartig herausgespielt, ohne dass die Admira hier das auch war, nur irgendwie. Ja, das war großartig. Das willst du wahrscheinlich sagen, ja? Nein, es war großartig, aber das war wirklich gut dann, das, wie sie es finalisiert haben. Aber vorher hat ja die Admira den Ball besitzt und ich glaube, es war Ebner, der den Ball ja auf 5-6 Meter den Linzer den Ball in die Beine spielt und dann resultiert das Tor. Das haben sie dann großartig gemacht, das stimmt. Das war schön. Flanke, Briedl, Majulu. Ja. Seidel macht das, was er eigentlich ja, Woche für Woche macht im Moment, er trifft. Ja, in der Tabelle. Und wird es vielleicht sogar gleich ein drittes Tor, Majulu. Mit einer schlechten Ballannahme. Aber was soll's? Was soll's? Wer braucht schon eine gute Ballannahme, wenn er so abschließen kann? Doppelschlag, Blau-Weiß, unmittelbar nach der Pause. Und das riecht schon sehr nach Vorentscheidung jetzt in diesem Spiel. 0-3. Paul Wenzer mit dem Außenriss. Dann macht es Majulu eigentlich schwerer als notwendig. Abseits wird es wohl keins gewesen sein.
Keckeisen, Vorsager, keiner geht wirklich hin. Das ist dann auch haarsträubend verteidigt am Ende von den Südstädtern. Natürlich etwas Glück dann, der Ball dann auch noch durch die Beine, wie schon beim 2:0. Aber der macht richtig Spaß. Und das war so mal ein guter Ball heraus von Nicolas Schmidt. Genau dort, wo er hingehört. Nächste Möglichkeit. Auf dem nächsten schweren Schnitzer. In der Admira-Abwehr. Mensah legt zurück, dann Puchegger mit diesem haarsträubenden Ball. Majulo fackelt dann nicht lang und Christoph Haas mit seiner vielleicht besten Tat heute. Ja, und jetzt steht er völlig alleine vom Tor und macht ihn nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. 12 Saisontore hat er schon gemacht. Herrlich zusammen im Zusammenspiel mit Majulu. Das wäre wahrscheinlich überhaupt das Einfachste von allen gewesen. Völlig frei, alleine. Auch mit einem Fehlpass. Allerdings nicht im ersten auf Admiraner Seite. Ja, Strauß kann da unbehelligt durchgehen. Das ist ja Wahnsinn. Auflösungserscheinungen bei der Admira. Unglaublich. Also, wie sie Ronny Waldo da jetzt durchgewunken haben und vorher schon Strauß, das würde mir ernsthafte Sorgen machen. Und natürlich macht er seinen Treffer. 85. Minute. Auch wenn er nur noch Stürmer Nummer 2 ist. Ja, wie er es macht, das sieht man schon, welche Qualität er hat. Aber das jetzt. Ja, Strauß. Du hast komplett recht. Er ist ja da im Dauerlauf durchs Mittelfeld gelaufen. Und Vorsager, Schöller, alle, keiner geht mehr hin. Hier Schöller setzt nicht mehr wirklich zum Sprint an. Puchegger kommt nicht hinterher. Und natürlich, klar, wie Ronny Waldo das dann macht. In aller Seelenruhe lupft er den Ball da über Haas hinweg. Perfekt gemacht, wunderschön gemacht. Und hochverdient. Auch der Niederlage bei Rapid und dem der Vorstellung heute. Das war's. Die jetzt zu Ende ist. Blau-Weiß Linz gewinnt bei der Admira mit 4:0, setzt ein klares Statement im Aufstiegsrennen und macht klar, in dieser Form, Roman, sind sie Aufstiegsfavoriten Nummer 1.